Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir haben mal wieder eine Nachricht zu Hause und wir wollten ja heute jetzt darunter schwimmen. Und mein Mikrofon ist irgendwie ein bisschen seltsam heute. So nah an mir dran. Habe ich so ein Gefühl. Egal. So, wir wollen also runter. Machen Licht aus und dann schnell. Ich hoffe, dass wir das mit dem Sauerstoff schaffen und dass da unten nichts Gefährliches ist. Ja, müssten wir eigentlich schaffen. Komm, wir haben sogar noch Zeit, das hier mitzunehmen. Oh, oder auch nicht. So, noch ein PDA. Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Oh, wie cool. Noch ein PDA. New Location, okay. Integrating new PDA data. Das nehmen wir doch mit. So, oh, Inventar voll. Gut, da kannten wir das schon. Ah, dann schnell hoch. Das mit der Flasche finde ich gut. Jetzt haben wir da Rettungskapsel auf dem Meeresboden. Okay. Das ist ja kein Problem, wenn wir jetzt die Flasche herstellen können. Baupläne. Ich würde sagen, dann fahren wir jetzt nach Hause und Lithium. Müssen wir erstmal in unserem Zuhause basteln, ne? Aurora-Treffpunkt trockenes Land. Das ist jetzt nicht so weit weg. Oh nein, Kalorienaufnahme. Ja gut, fahren wir nach Hause. Ich weiß jetzt nur nicht, welche Kamera das war. Aber wir müssen erstmal nach Hause fahren. Ich würde sagen, wir bauen erstmal ein bisschen zu Hause rum. Das ist mit meinem Gesicht nicht in Ordnung. Ah, das ist das Wasser, oder? Weil das Wasser so grün ist. Uno momento. Darum muss ich mich mal kümmern. Alter, was ist denn hier los? Hä? Das ist seltsam. Nee, so mache ich mich nur heller. The fuck? Ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz meinen Filter bearbeiten. Nee, das ist schon zu viel. So, macht man das mal auf 90 und das mal auf 40. Ich glaube, das ist okay so, ne? Ja. Keine Ahnung. Weil vielleicht hier alles so grün leuchtet, so grün schimmert. Bin ich verschwunden. Jetzt verbessert sich das Ganze natürlich, weil wir jetzt blau sind. Aber egal. Funktioniert ja immer noch. Ja, manchmal ist ein Greenscreen ein bisschen komisch. Man muss halt immer drauf reagieren. So, mein Zuhause war hoffentlich da. Ich muss echt eine Signalboje zu Hause platzieren. Aber naja. So, wir müssen auf jeden Fall noch herausfinden, wo wir dieses ganze neue Zeug bekommen. Wahrscheinlich in den neuen Gebieten, die wir jetzt gerade erschlossen haben. Wir müssen halt jetzt langsam... Wir müssen langsam echt zu den Höhlen aufbrechen. Das Problem ist einfach, ich habe immer noch keinen Seegleiter. Und das ist doch... Das geht doch nicht. Ist doch unmöglich, noch keinen Seegleiter zu haben. Sorry, Kamera. So, ich muss erstmal kurz nach Hause mein Inventar abladen. Dann schnell Essen holen. Wo ist die Kackbratze? Ach, da hinten. Na, Digga. So... Ja, haben wir noch genug Platz überhaupt? Wir haben kaum noch Platz. Wir müssen hier was, glaube ich, in den Spind reintun.
So. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Platz. Okay, jetzt schnell Essen holen. Wieso bin ich so langsam? War ich schon immer so langsam? Komm her, Mann! Und du lass mich in Ruhe. Okay, schnell irgendwie Essen zusammenkriegen. Okay, du bist direkt zu mir geschwommen, das finde ich schon mal gut. Jetzt komm her. Ich glaube, das reicht auch erstmal für Essen, ne? Jetzt nur schnell rein, bevor die Kackbratze kommt. Ich meine, dass das auch nicht irgendwie mal wegschwimmt oder so, dass er immer da starr und stur stehen bleibt. Essen. So, was können wir herstellen hier? Verstärkter Tauchanzug. Diamant haben wir. Synthetische Fasern können wir eigentlich auch machen, ne? Vital Science stabilizing. Fasergewebe. Schlingprobe. Ja, wir können den Anzug machen. Ist das hier Leitung? Okay. Wir brauchen halt nur dieses Grünzeug. Ja, ist doch gut. Das haben wir hier draußen gelagert, ne? Chill mal, Kleiner. Das hatte ich hier irgendwo auf den Boden geworfen. Ah, ich glaube unter meinem Raumschiff, sag ich schon, unter meiner Station. Ich glaube, das habe ich hier hingeworfen irgendwo. Ja, kann mittlerweile despawned sein. Na gut, holen wir uns Neues. Ist ja jetzt auch keine große Sache, ne? Ich meine, wir haben die komischen Pflanzen hier direkt um die Ecke. Und daher schnappen wir die uns. Dann ist gut. So, zwei haben wir, glaube ich, gebraucht. Die Frage ist, ob wir dahin noch gehen. Okay, wir müssen auf jeden Fall das Trockendock irgendwie zusammenkriegen. Und die anderen Bauteile. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen bauen. So, dann brauchen wir als nächstes Benzol. Müssen wir erstmal Benzol herstellen? Nehmen mal zwei von diesem Blutzeug mit. Benzol. Ach, drei Stück brauche ich. Drei Stück. Hä? Ach so. Ich weiß nicht, wie ich das verkacken konnte. So. Benzol, so, synthetische Fasern. Und was brauchen wir jetzt noch? Zwei Diamanten. Habe ich noch Diamanten? Glaube nicht, ne? Müssen wir erstmal organisieren. Ich habe Lithium. Ah, ich habe momentan keine Diamanten. Fasergewebe, Strahlenschutzanzug. Habe ich den eigentlich jetzt an? Was habe ich jetzt eigentlich an? Ich habe gar keinen Anzug an. Ach so. Okay. Das kann ich hier gar nicht herstellen. Okay, ich brauche erstmal dieses andere Konstrukt. Titanbarren und Blei. Ja, das geht doch easy. Mehrzweckraum habe ich immer noch nicht zusammen.
Schade. Ja gut, folgendes. Wir werden jetzt nach links bauen und da ein Tauchdock installieren. Das heißt, wir bauen hier nach links und hier in diesem offenen Bereich werden wir das Tauchdock bauen. Dafür brauchen wir ein E-Segment. Eigentlich wäre es ganz praktisch. Okay, wir machen erstmal ein E-Segment. So. Daraufhin machen wir das Ding. Wir haben natürlich kein Glas am Start, aber es macht nichts. Und da packen wir dann... Okay, das machen wir gleich. So, erstmal brauchen wir Glas. Titan habe ich noch ohne Ende. Ja. Habe ich noch irgendwo... Da habe ich einen Quarz. Da habe ich noch mehrere Quarz. So, dann machen wir uns ein bisschen Glas. So, und ich hoffe, es ist kein Fehler, wenn wir da jetzt das Tauchdock ranbauen. Titanbarren, Schmierstoff und Blei, okay. Wir brauchen... zweimal Blei. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20. So, 20. Ich muss natürlich erst. Was ist hier los? Was ist hier los? Warum? Oh mein Gott! Hä? Was ist passiert? Hull integrity restored. Draining systems initiated. Was ist. Warum? Integrity restored. Draining systems initiated. Schaden aufgrund geringer Hüllenstärke. Hohe Verstärkung oder entferne Schwachstellen. Hull integrity restored. Was? Wie? Was für Schwachstellen? Draining systems initiated. Oh, Verstärkungen? Was für Verstärkungen? Hull integrity restored. Draining systems initiated. Was für Verstärkungen? Verstärkung erhöht die Hüllenstärke. Lithium. Lithium. Lithium, Lithium, Lithium. Mach ich das von innen? Ich weiß es nicht. Macht man das von innen? Ich weiß es nicht. Erhöht die Hüllenstärke. Ja, aber wo baut man den Scheiß denn hin? Was ein Scheiß.
Habe ich jetzt repariert? Nein. Jetzt hat es repariert. Glaube schon. Luft! Pumpe? Würdest du anspringen? Noch irgendwo kaputt? Sinkt der Wasserstand jetzt? Hallo? Habe ich alles repariert? Ich weiß es nicht. Ich muss von außen gucken, glaube ich. Kurz Sauerstoff atmen. Dann gehen wir raus und gucken uns mal die Hülle von außen an. Da ist das Wasser. Also ich darf anscheinend nicht so viel bauen. Wegen der Hüllenstärke. Hier ist doch alles jetzt heil. Weißt du was? Die konstruiere ich jetzt erstmal. Hüllenstärke nun bei 1+. Sinkt das Wasser jetzt? Nö, ist noch mehr geworden. Ja geil, was? Wollt ihr mich verarschen? Ich wüsste nicht, wo das Wasser jetzt eindringt. Ich bekomme da oben noch Sauerstoff. Kann ich eine Wasserpumpe herstellen oder so? Basiselemente. Ja, wie platziere ich den Scheiß denn? Ich verstehe nicht, wie ich den Scheiß hier platziere. Ich hab doch jetzt 2 Blei dabei, oder nicht? Hier, Lithium. Ah doch, ich habe 2 Blei dabei. Ich könnte schon ein Stück bauen. Halt's Maul. Ich habe hier genug Flüssigkeit. Trink doch hier raus. Was wollte ich jetzt machen? Geräte. Signalboje. Kann ich irgendwie das Wasser rauspumpen? Ey, weiß es nicht. Jetzt muss ich auch noch irgendwie Wasser organisieren. Ich dreh durch. Was können wir da eigentlich noch herstellen? Plastalbahn. Ah! Okay. Sauerstoff. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was noch kaputt ist. Ist eigentlich nichts kaputt. Meine Basis steht einfach nur unter Wasser. Rein theoretisch, wenn ich da jetzt noch irgendein Modul dran setze, dann müsste das Wasser doch sinken, oder? Ich weiß es nicht. Was für ein Scheiß. Na gut, ich brauche hier Schmierstoff. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, damit das Wasser da verschwindet. Das liegt jetzt aber nicht an dir, oder? Das gehört doch schon lange nicht mehr zu meinem Gebäude.
Ja gut, ist egal. Ignorieren wir einfach die Tatsache, dass das keinen Sinn ergibt, wenn die Gebäude nicht verbunden sind. Ich muss mir, glaube ich, ein paar Fischis ziehen und die kochen, damit ich ein bisschen Flüssigkeitsaufnahme kriege. Okay, das heißt ja so viel wie, ich darf meine Butze nicht zu groß machen. Es sei denn, ich verstehe irgendwann, wie ich die Höhlenstärke verbessere. Was ich offensichtlich nicht tue. So, für Schmierstoff. Ja. Ich kümmere mich gleich drum, ja? So schnell verdursten wir hoffentlich nicht. 30 seconds. Jetzt muss ich auch noch in die Oberfläche, ne? Schaffe ich das bis zu meiner Seemutter? Muss es ja nur bis zur Seemutter schaffen, dann ist alles gut. Ja, das schaffen wir. Oberfläche, ich muss schon lange nicht mehr an die Oberfläche. Welcome aboard, Captain. Ah, schön. Ich hoffe, ich kann da halt die Höhlenstärke verbessern. Wäre schon schön. Wenn ich das irgendwie könnte. Ja, guck mal. Ist alles wieder in Ordnung. Aber ich sollte nicht so viel rumspielen. Ich sollte mir was zu essen machen. Es hat mir jetzt kein Wasser gegeben. Normalerweise geben mir doch die Fische auch Wasser. Ja, Kacke. Wie mache ich denn das jetzt? Nein! Nicht töten! Problem gelöst. Ich hätte die nehmen können. Wenn Notfallfischis. Naja, jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät. Nee, zum Glück habe ich ja nicht so viel verloren, also von daher, was soll's. So. Titanbarren habe ich noch 10 Stück da. Achso, gerade hergestellt, klar. So, was haben wir jetzt gebraucht? Wieso habe ich synthetische Fasern? Die habe ich verbraucht. Ah ne, die habe ich noch nicht verbraucht, alles gut. Die habe ich noch nicht verbraucht. Was ich brauchte war Schmierstoff. Habe ich mein Blei noch? Ich habe mein Blei noch. Gut. Es ist verbunden. Sehr schön. Scheiße, Mann. Ach da. Without human contact, it is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Da war irgendwas. Da. So, meine Höhlenstärke müsste jetzt wieder zufriedenstellend sein, oder? Ich weiß jetzt nicht nur noch, wo irgendwie Lecks sind. Aber ich sehe auch keine.
Ach, da. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Na gut, das Wasser sinkt wieder, sehr schön. Ah, anstatt ein Fenster können wir die Höhlenstärke verstärken, oder? Weil da haben wir ja ein Fenster angebracht. Das heißt, rein theoretisch können wir hier doch die Höhlenstärke verbessern, oder? Ja. Sehr schön. Ich meine, Fenster haben wir jetzt hier genug. Ne? So können wir auf die Kackbratze sehen, gucken, wo er gerade ist. Und gucken, ob unsere Seemotte jetzt hier in Sicherheit ist. Ich bezweifle es stark. Ich glaube, da wird das Ding angreifen. Aber wir haben sowieso nicht mehr so viel Strom. Ach, guck mal. Ah, kann meine Seemotte gar nicht angreifen. Haha! In Sicherheit, die Seemotte. Du kannst mich mal! Hihihi! Ah, Seemotte ist in Sicherheit. Ach, das ist so schön. Und jetzt kann ich hier auch die Energie aufladen, höchstwahrscheinlich, ne? Erweiterungsmodule. Okay, sehr schön. Puh. So. Verstärkter Taucheranzug. Der Taucheranzug aus stärkeren Synthetikfasern sorgt für physischen Schutz und ein besseres Überleben bei extremeren Temperaturen. Ah, okay. Mit der Schubkanone konnte ich ihn, glaube ich, angreifen, ne? Krebstorpedoarm. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich noch ein bisschen an unserem Haus bauen oder gucken, dass wir irgendwie langsam den zweiten Eingang machen. Obwohl wir den eigentlich jetzt nicht mehr brauchen. Wir haben unser Trockendock. Stimmt, das ist jetzt unser Eingang, das Trockendock, ne? Stimmt. Ja, cool, dann hat sich das ja erledigt. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.